Ja, Frankreich-Irland. Sicherlich die Partie, auf die die Überraschungsfreudigen, auf die die sensationsfreudigen Leute gespannt sind. Die Iren können sich heute für das Halbfinale bei dieser Europameisterschaft qualifizieren. Man muss an Frankreich vorbei und die Stimmung hier ist prächtig in Kiew. Aber natürlich die Franzosen der klare Favorit hier. Viele Iren natürlich wieder im Stadion. Die Mannschaft in den letzten Tagen haben wir sie erlebt. Eine unheimliche Kulisse, die Aufstellung der Franzosen. Loris im Tor, eigentlich keine große Überraschung. Ribéry auf links vorne, Nasri als hängende Spitze und Benzema da vorne. Davor bei den Iren auch die Aufstellung, wie in den letzten Spielen gespielt wurde. Ein 4-2-2 mit Keane und Doyle, die treffen sollen. Die Iren hier bestimmt die größte Sensation dieses Turniers überhaupt. Mit Tschechien, Polen, da konnte man rechnen, auch wenn Russland rausflog. Deutschland, Portugal eventuell noch einzuordnen. Spanien, Frankreich, England, das war abzusehen. Aber die Iren haben es geschafft, ins Viertelfinale zu kommen. Und das ist bereits ein Riesenerfolg. Das ist, man hat diesen Erfolg der Endrunde bereits gefeiert. Man sah das bereits als Ziel dieser Europameisterschaft. Und jetzt hat man sogar noch die Möglichkeit hier, die Sensation zu erreichen. Aber die Franzosen mit einer guten Gruppenphase. Man hat 3 Spiele gewonnen und eigentlich dürfte man hier heute kein Problem haben. Kein Freistoß. Kein Strafstoß für die Franzosen. Konter über Doyle. Muss da nochmal zögern. Andrews. Frankreich. 3 Siege in der Gruppenphase, 8 Tore in der geschossen. 3 gegen England, 4 gegen die Ukraine. Und dann ein müdes 1-0 nur gegen die Schweden, die sich aber gut geschlagen haben. O'Shea, die erste Möglichkeit für die Iren. Und es gibt Freistoß für Irland. Und den wird Whelan treten in die Mauer. Nochmal Whelan. St. Fletcher. Raus auf die rechte Seite auf Andrews. Keane in der Mitte ist Doyle. Die beiden sollen es richten. Die beiden sollen die Tore schießen. Für die Mannschaft aus Irland. Frankreich. Jetzt über Valbuena. Schön gesehen. Benzema. Jetzt über rechts hat er viel Platz. St. Fletcher kommt. Jetzt sich gegen St. Fletcher aber gut durch. Kabay. Valbuena nochmal. Nasri auf Valbuena. Und jetzt ist Shay Given dran. An dem Schuss von Valbuena Benzema, der den anrasenden Valbuena sieht. Und Shay Given mit seiner ersten Tat in diesem Spiel. Ecke. Nasri auf Rami, aber Iren da nochmal Valbuena und der Ball bleibt hängen. Nochmal Valbuena. McGiddy setzt sich durch. Rami. Debuchy. Villa. Gegen Ward. Debuchy. Benzema. Rechts wäre Nasri. Er macht es über links, Caballé. Ribéry. Die Franzosen im Moment beinahe schon belagernd hier am Strafraum der Iren. Der Befreiungsschlag, aber Doyle dann keine Gefahr mehr. Der Pass dafür zu ungenau. Einwurf für die Franzosen und die Iren. Daran erinnert haben, die Kroaten damit zu eins schlagen können. So etwas heute nochmal und man spielt gegen die deutsche Mannschaft. Auch das ist in dem Hinterkopf bei Valbuena.
Benzema nicht gefunden. Bislang die Iren doch eigentlich schlagen sie sich ganz gut. Auch wenn dieser Pass hier nicht ankommt. Man hat nichts zu verlieren. Das war bereits zu Beginn dieses Turnieres im Grunde genommen so. Und das können sie heute als größten Vorteil nutzen. Man hat den Spaß am Fußball aus der Gruppenphase. Wenn man den mitnehmen kann, von der Stärke hier so bleibt, dann kann das gut enden für die irische Mannschaft. Aber letztlich doch sehr theoretisch überlegt. Ribéry setzt sich da durch und das sind die Stärken der französischen Mannschaften. Wieder! Wenn sie etwas konsequenter die Angriffe spielen würden, könnten sie hier führen, die Franzosen. Doyle. Vorne läuft Robbie Keane, der setzt sich durch. Keane gegen Loris. Keane behält die Nerven. 1-0 für die Iren. Durch das Tor von Robbie Keane hier. Der behält die Nerven gegen Hugo Lloris in der Mitte. Da wäre sogar noch Doyle mitgelaufen. Und die Iren, faszinierend, 1-0 vorne. Das müsste der erste Torschuss gewesen sein in dieser Partie. Und Robbie Keane, der die Nerven, der ganz cool sich gegen Hugo Lloris durchsetzt. Frankreich jetzt unter Zugzwang. Und wenn wir schon dabei sind, Frankreich-Irland, muss natürlich auch das legendäre Playoff-Spiel vor 2 Jahren zur Weltmeisterschaft erwähnt werden. Umstritten damals die Franzosen weiter. Villa, jetzt Benzema. Ball abgehört. Nochmal Villa, also die Franzosen damals. Benzema, 1-1! Man kann hier gar keine Sachen erzählen von irgendwelchen Playoff-Spielen. Die Franzosen, die kommen sofort zurück. Hier Benzema. Villa schön gesehen auf Benzema und Shake Given. Da ohne Möglichkeit, dieses Tor zu halten. Fange ich den Satz nochmal an. Frankreich damals umstritten weiter im Rückspiel des Playoff um die Weltmeisterschaft. Die Iren hatten sich lange Zeit gut geschlagen und dann eine sehr umstrittene Szene. Henri soll den Ball mit der Hand berührt haben und in der Folge das Tor geschossen haben. Und die Iren hatten währenddessen da eine Diskussion angefangen und hatten sich darauf entschieden, ihn zu reklamieren. Nochmal die Ecke findet man dann. Geblockt und Ribéry klärt. Also die Sensation bleibt zwar aus, aber die Iren machen etwas draus. Aus 40% Ballbesitz. Keane, der Torschütze. Er hat etwas geschafft. Er hat ein Viertelfinal-Tor geschossen. Alleine das ist schon ein großer Erfolg. Ganz egal, wie dieses Spiel ausgeht. Man hat ein Tor geschossen im Viertelfinal. Aber jetzt Benzema gegen 3. Sangletscher da als erster Abblocker gegen Benzema. Villa dabei. Vorne ist wieder Benzema. Der wartet auf diesen Pass wie auch schon beim 1-0. Debuchy abseits. Nasri im Abseits und wir gucken. Der Linienrichter stand gut. Das ist dann doch mindestens 1 Meter, wenn nicht sogar 1,5. Und es wird nichts mit dem Tor für Frankreich. Stattdessen nochmal Robbie Keane. Und so etwas ist durchaus gefährlich. Denn Keane nutzt die Chancen gut. McGeady. McGeady gegen Debuchy. Und das ist einfach, was McGeady macht. Keane! 2-1! Wieder Keane! Wieder eine ganz knappe Sache. Er hat, es war jetzt auch erst sein 2., 3. Torschuss. Und Robbie Keane setzt ihn rein. Also eine ideale, eine optimale Chancenverwertung bei den Iren. Insbesondere bei Robbie Keane. Und das war jetzt schon das 2. Tor für die Iren. Man führt 2-1. Und die erste Halbzeit ist in wenigen Sekunden dann ja auch vorbei. Und anscheinend
zumindest eine Teilsensation, denn jetzt ist abgepfiffen die erste Halbzeit. Die Iren schaffen einen Riesenerfolg mit dem 2:1 zur Halbzeit. Egal wie das Spiel jetzt ausgeht, man hat eine Halbzeit sehr gut gespielt, hat die Chancen so verwertet, wie sie kamen. Hier das 1:0 zu sehen von Robbie Keane. Loris hätte da eventuell rauskommen müssen. Aber auch die Franzosen waren nicht ganz unterlegen, das kann man nicht sagen. Man hatte viele Möglichkeiten, man muss die Bälle besser verwerten in der zweiten Halbzeit, in 15 Minuten hier aus Kiew. Bis dann.